Moin zusammen, es ist, was haben wir denn heute überhaupt? Donnerstag, der 15. Dezember, 5:37 Uhr. Richtig früh. So, die Fed hat die Zinsen erhöht, 0,5%. Das war eigentlich Konsens. Das haben viele erwartet. Das ist auch das, ich auch. Das ist auch das, was Powell neulich schon gesagt hat. Keine Überraschung. Trotzdem hatten wir da ein bisschen Bewegung hin und her. Aber mal alles, was innerhalb von 1,5, 2%, das halte ich für völlig normal. Das muss ich gar nicht großartig kommentieren. Wir haben jetzt hier den Dow vor uns und ihr seht diese schraffierte Einheit hier. Und da sind wir, wo ist mein Fadenkreuz? Das ist die Zeit vom 9.2.2022. Und hier nochmal, das ist der Boden davon, der 21.4. Als Zahl mache ich da aus, also als Widerstandsbereich, ist einmal die 35.400. Und das ist die 35.650. Das ist so ein wirklich ernst gemeinter Widerstand. Dieser hier auch schon. Aber da sind wir ja auch dran. Oder haben den sogar schon leicht überboten. Auch mit Schlusskursen. Nur gestern halt nicht. Wir handeln genau, ich hole es ein bisschen näher ran. Wir haben gestern ziemlich genau auf der 20-Tage-Linie geschlossen. Und ich habe einfach mal die ganz normalen oberflächlichen Fibos angelegt. Ich rechne damit, das hier ist die 200-Tage-Linie. Das müsste rot sein. Also zumindest stand es eben auf dem System, dass das rot ist. Die liegt genau hier parallel zum 38,2er Retracement. Ich sehe hier keinen Impuls momentan nach oben. Ich sehe aber auch keinen nach unten. Aber vor dem Hintergrund der wöchentlichen Technik, auf die gehe ich jetzt nicht so sehr ein, muss ich davon ausgehen, dass wir kurzfristig nach dieser langen Bewegung hier. Und das ist immerhin von, wo war hier das Tief? Das war bei 28.664. Sind wir schon ordentlich hoch, dass er mal eine Pause nimmt, die erfrischt. Heute, glaube ich, wird der Tag, der wird viel heftiger, denn die EZB, das kann man nicht wirklich einschätzen. Also ich kann es nicht. Ich würde mir wünschen, damit wird das alles mal ein bisschen vorwärts bringen, 0,75%. Aber es kann auch sehr gut sein, dass Frau Lagarde und die ganze Gruppe da sagt, ach, nö, wir machen nur ein halbes. Es ist ganz schwierig. Die Amis reagieren nicht so sehr auf die Zinsänderungen von der EZB. Wir reagieren, wir Europa reagieren viel, viel mehr auf deren Zinssatzänderungen. Dennoch gehe ich davon aus, dass wir nicht diese Reise jetzt erstmal weiter fortsetzen, sondern so ein wenig korrigieren. Das ist nicht viel. Das sind 32.400. Das sind nur ganz grob 1.600 Punkte. Ich finde das jetzt nicht gravierend. Und eigentlich ist das momentan alles im Lot. Ich werde über den Dow, genauso wie über die anderen Indizes zwischen den Jahren, mache ich so eine Jahresanalyse wie letztes Jahr. Das wurde sich gewünscht. Und die mache ich auch. Und jetzt gehe ich mal mit euch zum Nasdaq. So, und hier haben wir jetzt den Nasdaq. Der Nasdaq hat genauso reagiert wie der Dow. Auch ziemlich genau auf die 20-Tage-Linie, hier bei 11.761. War ein bisschen nervöser. Wird also ordentlich hin und her geschüttelt. Das ist auch Tesla geschuldet. Im Gegensatz zu Dow liegt der Nasdaq unter der 200-Tage-Linie. Die ist bei 12.385. Hat auch in dem Jahr heftig mehr verloren. Wir sind genau in der Mitte der Bänder. Ich halte als Punkte, die wenigstens mit einer 4-Stunden-Kerze über- oder unterboten werden müssen, hier die 11.430 für wichtig. Und ich orientiere mich hier nicht am Hoch. Ich gehe eher auf dieses hier. Und da sind wir bei 12.120. Aber selbst wenn die genommen wird, ist gleich der Downtrend, das ist der, ich mache es mal größer, hier vom Beginn des Jahres, 3.1., ist der im Weg und der liegt fast genauso wie die 200-Tage-Linie. Also der wird es nach oben ein bisschen schwerer haben, aber wenn er das hier durchaus bricht bei 12.387, dann ist auch Platz locker bis zum 38er Retracement. Wir sind ziemlich neutral über den Trendfolger. Wir sind leicht positiv über die Stochastik. Es ist relativ impulslos. Ich habe folgende Scheine, na, komm her, rausgefunden. So. Ich muss ein bisschen weiter weggehen. Wie gesagt, heute kommt noch die EZB, morgen ist Verfalltermin. Ich muss ein bisschen weiter weggehen. Ich habe mich auf dem 11er Hebel eingeschossen. Als Call habe ich einen 10.712er. Da sind wir ungefähr hier. Unterhalb, leicht unterhalb von diesem Gap hier. Das ist die GZ3 VWZ. Und als Put habe ich einen, der hinter der 200-Tage-Linie, aber auch hinter eben diesem 38er-Retracement liegt, bei 12.800. Und das ist die GX9 C9E. Also
Ich finde es hier völlig neutral im Moment. Da kann ich noch ein bisschen hin und her schwappen. Aber wie gesagt, wir haben heute nochmal EZB, dann morgen Verfalltermin. Ich glaube, dass es ab Montag insgesamt ziemlich ruhig wird. Dann gibt es noch die Nachwehen von dem großen Verfalltermin. Das ist meistens so. Die Indizes bringen mir, also Dow und Nasdaq bringen mir jetzt im Moment nicht so viel. Ich glaube, die Einzelwerte sind da besser gefragt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.